Fragen dann gleich. Ich fahre dann guck mal den Ski rein und alle gute Seite. Das darf doch nicht wahr sein. Mensch, Sam, kannst du ja nicht vorsehen. Sam, das tut mir wirklich leid. Ich stehe ja nicht zum Vergnügen hier. Das ist nur so. Jetzt klaut uns der Kaiser schon die Farbe. Was du nicht sagst, die ganze Stadt haben sie damit tapeziert. Das ist die völlige Verschwendung. Und seins weiß nicht, wie wir die Jörnsat kriegen sollen. Der kann uns mal bei Nacht begegnen, der Herr Kaiser. Na, aber dafür, da kannst du mich gleich noch mal rempeln. Morgen. Fritz. Herr Scheidemann, Herr Scheidemann, ganz kurz eine Unterschrift bitte. Jetzt nicht. Fritz, warte! Fritz! So, warte mal einen Moment. Ich wollte mich mit dir wegen der Vorstandssitzung abstimmen. Klar ist, dass wir sobald als möglich einen neuen Reichskanzler brauchen. Wir müssen schnellstmöglich in den Frieden kommen. Daran müssen wir jetzt mitarbeiten. Aber natürlich nur unter einem Kanzler, der unser Vertrauen verdient und der uns als echten Partner anerkennt. Der weiß, dass an uns kein Weg mehr vorbeiführt. Aha. Und so jemanden gibt's? Genossen, die nächste Regierung des Deutschen Reiches muss jetzt Sozialdemokraten in ihren Reihen haben. Aber das wird nur der Fall sein, wenn wir uns besonnen und klug verhalten. Der legt sich ein Zeug wie schon lange nicht. Lieber Fritz, das sind ja wundersame Aussichten, die du uns da vor Augen führst. Nur, warum sollen wir uns jetzt dafür hergeben, für andere die Kastanien aus dem Feuer zu holen? Angefangen beim Kaiser, seiner Regierung, dem Militär, die das Volk permanent hintergehen. Wenn wir jetzt in die Verantwortung gehen, werden wir doch für all das mitverantwortlich gemacht, was wir gar nicht zu verantworten haben. Ganz im Gegenteil. Wie glaubwürdig macht uns das als Sozialdemokraten? Wenn wir die Dinge so laufen lassen, wie Genosse Scheidemann es vorschlägt, überlassen wir unser aller Schicksal der Revolution. Wer das will, nimmt russische Verhältnisse in Kauf, einen blutigen Bürgerkrieg. Deswegen heißt es jetzt, Verantwortung zu übernehmen. Ich denke, niemand hier im Raum will zur Revolution aufrufen oder den Bürgerkrieg provozieren. Richtig. Und unser Problem sind doch nicht die alten Herren, die sich durch des Kaisers Gnaden an der Spitze der Regierung abwechseln. Unser Problem ist doch der, der sie da hinsetzt. Unser wahres Problem ist doch dieser unsägliche Kaiser selber. Ja, genau. Oder etwa nicht? Genosse Ebert? Das Volk hat jedenfalls gründlich die Nase voll von ihm. Denn das Volk hat mittlerweile begriffen, was die